Heute kommt mein Erfahrungsschatz direkt aus dem Wald. Ich bin heute Morgen mit meinem Hund spazieren gegangen und da ist mir etwas aufgefallen und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Und so heiße ich dich ganz herzlich willkommen zum wöchentlichen Erfahrungsschatz, wo ich Geschichten, die das Leben schreibt, mit dir teile und was ich daraus für mich gelernt habe. Und wie gesagt, heute Morgen bin ich hier im Wald und ich laufe sehr gerne im Wald. Zum einen ist es die Bewegung. Mit jedem Schritt spüre ich mich. Ich achte bewusst auf die Schritte. Ich beobachte mich, ob ich langsam laufe oder ob ich schnell laufe. Ich beobachte meinen Atem und ich beobachte, ob ich konzentriert bin oder nicht. Und da ich ja mit meinem Hund laufe, ist das ein guter Spiegel. Also sie zeigt mir ganz genau, ob ich fokussiert, konzentriert und klar bin oder ob ich irgendwo bin und mit meinen Gedanken ja bei irgendetwas anderem mich vielleicht in irgendwelchen alten Geschichten verliere. Und wenn ich so im Wald laufe, dann schaue ich mich auch sehr gerne um. Ich spüre hinein, ich spüre, was dort an, ja, an Botschaften da ist. Oder ich schaue an die Bäume, ich schaue in die Büsche, ich beobachte das Licht, das zwischen den Bäumen durchscheint. Und sehr gerne gehe ich eben auch abends und oder nachts in den Wald, weil dort für mich sich ganz viel reduziert auf das, was ich spüre. Also auf noch mehr Achtsamkeit für mich, für die Bewegungen, weil die Augen weniger Inputs bekommen. Und jetzt sitze ich gerade da auf einem Hochsitz und ich möchte dir etwas zeigen, was ich gesehen habe und dann anschließend darüber sprechen. Hast du die schrägen und umgeknickten Bäume gesehen? Da ist etwas passiert. Da ist eine Kraft gewesen, die das herbeigeführt hat. Und diese Kraft, die ist erstarrt zu diesem abgeknickten Baum, zu diesem schrägen Baum, zu diesem verdorrten Baum. Da sind Kräfte am Werk gewesen und wir können das Resultat sehen. Und für mich ist es, wenn ich mich darauf einlasse, so als ob ich diese Kraft da drin spüren könnte, einen Hauch davon. Und das ist nicht, dass mein Kopf sich ausmalt, welcher Sturm da wohl durch den Wald durchgefegt ist, sondern es ist mehr, dass ich spüre, was ist dort. Ja, in welche Kraft steckt da drin? Was ist dort an Energie, an Kraft durch diesen Wald hindurch gefegt? Und wenn ich so etwas sehe, dann kommen mir Analogien. Wie ist das mit dir? Stehst du ganz gerade und blühend in Saft und Kraft in deinem Leben? Oder fühlst du dich vielleicht auch so etwas schräg, lehnst dich irgendwo an, hast deine Blätter fallen lassen, stehst halt einfach nur noch da, weil du immer da gestanden hast, weil du irgendwann mal dorthin gestellt worden bist? Was ist da wohl passiert, dass dich ja, entblättert hat, dich beinahe entwurzelt hat, dich hat umknicken lassen? Wenn du mit mir an einem halben Tag, an einem Tag oder auch zwei Tage oder eine Woche im Wald wandern gehst, dann
nehmen wir genau solche Bilder auf, machen Analogien. Du fühlst, wie es für dich gerade ist. Du fühlst, was das mit dir macht. Du fühlst, wo du selber gerade stehst. Du wirst dir der Kraft bewusst, die dadurch dein Leben gefegt ist. Und in unserem Leben sind das Geschichten. Das sind Erlebnisse, die wir hatten, die etwas bei uns bewirkt haben. Die bewirkt haben, dass wir eben schräg im Leben stehen. Dass wir nicht mehr gerade aufgerichtet sind. Dass wir nicht mehr uns ganz ausfüllen mit unserer Energie, vielleicht zurückziehen, so sehr zurückziehen, dass im Außen eben keine Kraft mehr da ist für Äste, für Blätter, für Blüten. Und mit dieser Analogie, du da hineinfühlst und bereit bist, dich darauf einzulassen, können wir auch die Geschichten finden, die Erlebnisse, quasi diese Kraft, die ausgemacht hat, dass du jetzt eben nicht mehr aufgerichtet dastehst. Diese Geschichten, aus denen du Gedanken kreiert hast, aus denen du Überzeugungen gewonnen hast und dir selber Geschichten erzählst, dein ganzes weiteres Leben lang, die dich in dieser abgeknickten oder schrägen Haltung halten. Zusammen mit der Klopfakupressur, zusammen mit Achtsamkeitsübungen und mit anderen Übungen lösen wir diese Energie aus den alten Geschichten, sodass du dich wieder aufrichten kannst, dass du dich wieder ausfüllen kannst, dass du wieder in deine ganze Kraft und Energie kommst, dass du wahrnimmst, welche Ressourcen, welche Fähigkeiten, welche Gaben in dir stecken und dass du immer mehr und immer mehr Äste und Blätter und Blüten entwickelst, also wirklich strahlst und lebst und andere bereicherst mit all dem, was du in dir schon immer getragen hast und was jetzt wirklich zum Blühen kommen kann. Und zum Strahlen. Wenn du das einmal erleben möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich begleitest. Vom 6. bis 16. März biete ich die nächste Möglichkeit, dass du mit mir wandern kannst. Ein paar Stunden, einen Tag oder auch länger. Ich freue mich, wenn wir zusammen ein Stück gehen. Und ich dich dabei unterstützen kann, mehr Klarheit für dich zu finden, für deine Kraft, für dein Sein, für dein Strahlen. Bis dann, ich freue mich auf dich. Deine Sabine Rösner.